Die gewöhnlichen Siedler sind der Kern eurer Wirtschaft. So viel würde man bei einem Spiel, das die Siedler heißt, auch erwarten. Ohne sie kommt nicht nur eure Soldatenproduktion zum Erliegen, sondern auch euer Warentransport wird beeinträchtigt, wenn ihr nicht genug Siedler zu hauptberuflichen Trägern gemacht habt. Um neue Siedler zu erhalten, habt ihr unabhängig von eurem Volk die Wahl zwischen kleinen, mittleren und großen Wohnhäusern. Aber welches davon ist das Beste? Gerade auf Karten, auf denen euch das dunkle Volk eure Bewohner streitig macht, halte ich es für wichtig, möglichst günstig und schnell Nachschub zu bekommen. Sehen wir uns zunächst mal die Baukosten genauer an. Bei den Römern wird schnell deutlich, dass die kleinen Wohnhäuser ein schlechter Deal sind. Zwei kleine Wohnhäuser kosten ein Brett mehr als ein mittleres, bringen aber dafür 5 Siedler weniger. Dafür sind die mittleren und großen Wohnhäuser im Vergleich zu ihren Gegenstücken bei den anderen Völkern etwas günstiger. Interessant ist hier aber auch, dass mittlere und große Wohnhäuser völlig identisch sind, wenn es um die Rohstoffe pro Siedler geht. Bei den Wikingern und Maya sieht es etwas anders aus. Ihre kleinen Häuser sind 20% günstiger, dafür kosten ihre mittleren 1 und die großen 2 Baumaterial mehr als die der Römer, wobei der Unterschied zwischen den drei Varianten nur bei 0,02 Rohstoffen pro Siedler liegt. Aber auch hier sind die mittleren und großen Häuser nahezu identisch, was Baumaterial pro Siedler betrifft. Die großen Häuser verschieben die Kosten nur leicht in die Richtung des Rohstoffs, den das jeweilige Volk sonst weniger verwendet. Und dann gibt es da noch die Trojaner, deren Wohnhäuser zum Teil mit zu ihrem schlechten Ruf beitragen, denn ihre mittleren Wohnhäuser spawnen nur 20 statt 25 Siedler. Dabei scheint vielen Spielern zu entgehen, dass die mittleren Wohnhäuser der Trojaner entsprechend günstiger sind. Auch hier liegt der Unterschied zu ihren Gegenstücken bei den Mayas und Wikingern nur bei 0,02 Rohstoffen pro Siedler. Ihre kleinen und mittleren Wohnhäuser sind aber ziemlich steinlastig, die großen sind identisch mit denen der Mayas. Was Baukosten angeht, sind die kleinen Häuser der Römer der einzige große Ausreißer und gerade bei den beiden eigentlichen Kandidaten für Sieglers Next Top House, dem mittleren und dem großen, können wir hier keinen klaren Sieger ermitteln. Wir müssen also ein zweites, vielleicht sogar noch viel wichtigeres Kriterium betrachten, die Bauzeit. Hierzu vergleichen wir die Bauzeiten für jeweils 5 kleine, 2 mittlere oder ein großes Wohnhaus, in jedem Fall als Römer. Das gewählte Volk sollte hier keine große Rolle spielen. Es sind außerdem in jedem Fall 15 Bauarbeiter und 15 Planierer vorhanden. Bereits auf einer immer gleichen Zufallskarte erweist sich die Variante mit 2 mittleren Wohnhäusern als mit deutlichem Abstand am schnellsten, denn hier ist der Bau nach 140 Sekunden abgeschlossen, während die kleinen Häuser 204 und das große Haus 198 Sekunden brauchten. Aber das ist der Anfang eines Spiels, wenn die Siedler nichts anderes zu tun haben. Also wiederholte ich den Test auf einer Karte, die ich ursprünglich als Stresstest erstellt habe, als das Gerücht umging, die History Edition hätte den sogenannten Kohlebug gefixt. Spoiler-Alarm hat sie nicht. Abgesehen davon, dass es den Kohlebug in der Form, wie in Siedler 3 berüchtigt wurde, in S4 nicht mehr gibt. Was aber stimmt, ist, dass das Spiel irgendwann bei der Vergabe von Aufgaben an seine Grenzen kommt und sie auch nicht besonders intelligent verteilt. Auf dieser Karte war es nicht nötig, die Baustellen zu planieren, aber die Zeit der mittleren Wohnhäuser verringerte sich nur um 5 Sekunden auf 135. Die 5 kleinen Häuser fielen auf 152, aber hier dürfte auch stark ins Gewicht gefallen sein, dass eben keine Planierer notwendig waren. 15 sind nämlich nicht genug für 5 Baustellen. Das große Wohnhaus brauchte trotz dieses Vorteils ganze 25 Sekunden länger und stieg damit auf 223 Sekunden. Und der Grund dafür liegt auf der Hand, wenn man bedenkt, wie das Spiel Aufgaben verteilt. Alle großen Wohnhäuser haben gemeinsam, dass sie mehr als 8 von jedem Baumaterial benötigen. Das bedeutet auch, dass nicht alle nötigen Baustoffe direkt auf der Baustelle gelagert werden können. Die Siedler, die die erste Ladung dorthin gemacht haben, haben in einer normalen Siedlung aber meistens bereits die nächste Aufgabe übernommen. Die zweite Ladung wird also potenziell von Siedlern transportiert, die gerade auf der anderen Seite der Siedlung Pause gemacht haben. Unter normalen Bedingungen wird ein großes Wohnhaus nie in einem Durchgang fertig gebaut, während das bei kleinen und mittleren durchaus realistisch ist. Noch dazu sind die kleineren Gebäude flexibler in ihrer Platzierung, was es leichter macht, günstige Standorte zu wählen, und 2 mittlere Wohnhäuser können mehr Planierer beschäftigen als ein großes. Wenn die Baustellen also erst eingeebnet werden müssen, geht das auch schneller. Also sind im Vanillaspiel große Wohnhäuser nie wirklich sinnvoll. In der Zeit, in der ihr eins davon gebaut habt, habt ihr locker 2 oder 3 mittlere gebaut. Wenn ich sie baue, dann weil ich keine anderen Gebäude mehr bauen muss und keine Lust habe, ein halbes Dutzend mittlere Wohnhäuser zu platzieren. Aber auch dann müssen die großen Häuser früh genug platziert werden, damit sie fertig werden, bevor die neuen Siedler gebraucht werden. Kleine Häuser dagegen haben auf Karten mit geringen Startvorgaben ihren Zweck, da ihr manchmal einfach ein paar zusätzliche Helfer braucht, aber euer Baumaterial anderswo dringender benötigt. Aber könnte man große Wohnhäuser vielleicht etwas buffen? Und sollte man das überhaupt? Ich denke, hier werden die Meinungen auseinandergehen, aber ich bin sehr gespannt, was ihr dazu denkt. So wie ich das sehe, gibt es 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre, dass große Wohnhäuser jeweils 8 Bretter und Steine, aber zusätzlich auch einen Goldbarren kosten. Auf diese Weise könnte das Problem mit den Warenstapeln umgangen werden, gleichzeitig werden große Häuser eher eine Investition fürs Late Game. Was Baumaterial angeht, wären sie klar die beste Option, aber sie wären eben nicht von Anfang an verfügbar. Theoretisch könnten sie auch 2 oder 3 Goldbarren kosten, man muss nur bedenken, dass diese Änderung einige Kampagnenkarten sinnlos machen könnte. Dark 8 entfernt zum Beispiel über sein Skript im Nachhinein mehrere Zielobjekte, weil den Entwicklern irgendwann klar wurde, dass man diese einfach abreißen und sich so die Suche nach Gold auf den anderen Inseln sparen könnte.
Außerdem würden die Völker einen Teil ihrer Identität verlieren, wenn alle ihre großen Wohnhäuser nun die gleichen Baukosten hätten. Die Alternative wäre, die Anzahl der Siedler in den Häusern anzupassen. Aber da die großen Wohnhäuser von der Bauzeit her jeweils 40 und 60% hinter ihren mittleren Gegenstücken lagen, müsste man hier schon auf 60 bis 80 Siedler gehen. Theoretisch könnte man das Problem mit den Warenstapeln komplett akzeptieren und die Kosten sogar weiter erhöhen, den Spieler aber für diese Investition auch mit entsprechend vielen Siedlern belohnen. Jedenfalls hätte man auf diese Weise immer die Abwägung, ob man eher Zeit oder Rohstoffe sparen möchte. Was denkt ihr dazu? Ich halte den Status quo bei weitem nicht für das größte Problem des Spiels, aber es wäre schon schön, wenn der Spieler wirklich gezwungen wäre, öfter solche Entscheidungen zu treffen.